So, servus, herzlich willkommen zum nächsten Player Review. Heute Marco Reus, Man of the Match, wie ja schon angekündigt. Im Team mit Lewandowski, Man of the Match. So sieht das Team aus. Card Stats: 93 Tempo, 90 Schuss, 82 Passspiel, 90 Dribbling, 50 Abwehr und 63 Kopfball. Das Team ist sehr nice und wie sich seine Stats auf der Karte zusammensetzen, werden wir jetzt in den Ingame Stats bewundern dürfen. Er ist 23 Jahre alt, 1,80 groß, 73 Kilogramm schwer, ist Deutscher. Position Mittelstürmer, rechtes Mittelfeld und Stürmer. Komisch, dass er dann auf dem linken Mittelfeld diese Man of the Match Karte bekommen hat. Rechtsfuß, Mittel-Work. Workrates, 4 Sterne schwacher Fuß und 4 Sterne Spezialbewegung. Das sieht ja bis auf die Workrates und vielleicht ein bisschen die Größe, ja, alles ganz in Ordnung und passabel aus. Wir kommen dann gleich weiter zu den körperlichen Attributen. 90 Antritt, 97 Beweglichkeit, 90 Ballang, 77 Sprungkraft, 99 Reaktion, 95 Sprintgeschwindigkeit und 70 Stärke. Ich werde in Zukunft übrigens nur noch die Keystats vorlesen, also die, die wirklich herausstechen, damit das Ganze ein bisschen kürzer wird. 59 Aggressionen bei den mentalen Attributen zusammen mit 38 Abfang, was ja nicht so wichtig ist. 85 Stellungsspiele, sehr gut für einen linken Mittelfeldspieler und 79 Übersicht. 86 Ballkontrolle, 83 Flanken, 92 Dribbling, 92 EF, 94 Dribbling, 93 Abschluss, 87 Freistoß, Präzision, 54 Kopfballpräzision, 73 lange Pässe, 99 Fernschüsse, 61 Elfmeter, 89 kurzer Pass, 95 Grätsche und 94 Volleys haben wir dann bei den Fähigkeiten-Attributen. Also sieht das alles schon ganz nice aus. Wir kommen dann zum Review und ja, wir sehen wieder das Layout. Man of the Match Marco Reus kostet relativ viel mit knapp über 300k. Auf Xbox und PS3 und auf dem PC nochmal locker über 800k. Also da ist es vielleicht nicht so empfehlenswert, sich den zu kaufen, wenn man ihn nicht unbedingt haben will. Was gibt es Positives zu Marco Reus? Zuallererst mal, sein Schuss ist unglaublich. Also man merkt auf jeden Fall, wie bei Man of the Match Lewandowski, seine Schusskraft. 99 Longshots zeigt sich, seine Longshots dippen. Ich habe leider keinen wirklich getroffen mit ihm, nur von der Nähe des 16ers. Aber das ist wirklich sehr, sehr gut. Seine Schüsse sind alle sehr präzise, egal ob es der Abschluss ist, die Freischusspräzision, die Flanken, alles wunderbar. Auch wenn ich finde, dass seine Freischusspräzision irgendwie sich mehr auf die Ecken ausspielt, weil seine Ecken meiner Meinung nach besser sind als die Freistöße, die zwar auch gut sind, aber mit denen konnte ich keine treffen und mit den Ecken konnte ich zumindest was vorlegen. Sein Dribbling ist ja sehr geupgradet zur Non-In-Form und das merkt man auf jeden Fall auch. Er hat ein sehr, sehr, sehr sanftes Dribbling, sehr, sehr körpernahes Dribbling, hat den Ball enger am Fuß, was sehr gut ist. Und zusammen mit den 4-Stars Gamos und dem 4-Star Weakfoot ist das alles wunderbar. Hier sehen wir es gerade mit dem Rainbow Flick. Das ist wunderbar. Das kann man gut kombinieren. Alles sehr körpernah. So muss das sein. Zudem ist er natürlich sehr, sehr schnell. 93 Tempo spricht, denke ich mal, auch für sich. Das ist natürlich wunderbar, wenn man da irgendwie einen langen Pass in den Lauf spielt und dann dadurch sprintet mit ihm, nicht Pace Abuse, sondern wirklich sprintet, wie hier in der Situation, den Torwart zum Beispiel umkurvt und dann mit dem guten Abschluss den Ball einfach ins Tor hämmern kann. Das ist auf jeden Fall sehr positiv. Negativ ist, dass man ihn erstmal in die Position kriegen muss, denn er hat Medium-Medium-Workrates. Das heißt, er steht die meiste Zeit wirklich auf dem Platz rum. Und das ist irgendwie ein bisschen schade. Tries to beat off side trap ist zwar ein guter Trade, aber wenn er halt nicht wirklich in der Offensive steht oft, dann hilft er nicht viel weiter. Tries to beat off side trap ist übrigens, dass er nicht in die Abwärtsleisfalle reinläuft, sondern sich auf der Linie drauf hält, was ja für einen Stürmer immer sehr, sehr gut ist. Aber trotz der Medium-Medium-Workrates auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler. Denn, ja, wenn man ihn auf dem linken Mittelfeldspot beispielsweise spielen sollte, wäre er, glaube ich, fast noch besser, weil er halt immer, ja, in der Position stehen würde, man ihn leichter anspielen könnte. Das wäre dann schon ziemlich nice. Volleys Cup, der er gerade gesehen, kann er auf jeden Fall auch aus spitzen, ja, winkeln. Das geht in Ordnung. Und was kann man noch sagen? Er ist sehr beweglich natürlich, 97 Agilität, das spricht schon für sich. Sein Passspiel ist in Ordnung, sein Passspiel ist nicht grandios, aber ist auf jeden Fall in Ordnung. Und seine Volleys, ja, die sind einfach wunderbar, wie schon gesagt, habt ihr gerade auch nochmal gesehen, hat man auch mit eingetroffen. Lobs kann man auch mit ihm machen, also man kann mit ihm wirklich alles machen, bis auf Köpfen. Das kann er nämlich mal so überhaupt nicht. Er ist 1,80 groß, er hat keine Sprungkraft, er hat keine Kopfballpräzision, also das könnt ihr echt vergessen. Und wenn man da flanken will, ist dann Ronaldo doch besser. Deswegen kommt er auch meiner Meinung nach auf keinen Fall an Ronaldo dran. Sehr körpernahes Dribbling, auch bei hohem Tempo, sind seine positiven Attribute zusammen mit sehr schnell und sehr agil. Schussstark, Dipping Longshots, viel günstiger als die Team of the Season-Version, ist auch noch ein Pluspunkt. 4 Sterne Skills und Weakfoot mit 1,80, relativ groß, trotzdem nicht kopfballstark. Sehr, sehr guter Efe, gut für Final Shots, auch wenn ich wenige mit ihm versucht habe und wenige mit ihm getroffen habe und auch wenn gar nicht reingenommen habe. Leicht zu verlinken in der Bundesliga mit sehr vielen Strong Links bzw. auch Perfect Links. Und dann kommen wir zum Negativen. Da haben wir wieder überschaubares, wie ich gesagt habe, Medium Workrates. Körperschwach, kommt in-game nicht an 70 ran. Also der ist wirklich schwach. Das fühlt sich eher an wie 50.
Und er ist natürlich auch noch kopfballschwach, habe ich ja gesagt. Er ist nicht besonders sprungstark und auch hat ja keine besondere Kopfballpräzision. Trotzdem gebe ich ihm ein Rating von 8,7 von 10. Das hat er einfach verdient, weil er ein sehr guter Spieler ist. Kommt aber an Ronaldo, wie es ja viele gesagt haben in Reviews, auf jeden Fall nicht ran. Und das auch auf keinen Fall. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, aber das wird nichts. Sorry, Marco Reus. Das dauert noch ein paar Jährchen, bis du da annähernd dran kommst. Alles in allem trotzdem muss ich sagen, ist er ein guter Spieler, 8,7 Rating zeigt das ja auch und er kriegt natürlich von mir, wie auf sehr, sehr viele Spieler, einen Daumen hoch. Ihr solltet euch nicht die First oder Second Inform kaufen, schweige denn die Team of the Season Version, da wurde mir von sehr, sehr vielen gesagt, dass die richtig schlecht ist. Holt euch die Man of the Match Version, schnell, schussstark, dribblingstark und eine vernünftige Position mit linkem Mittelfeld, vielleicht linker Stürmer, nicht so ideal, aber auch das ist möglich. Also auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Wenn ja, dann belohnt es doch mit einem Daumen hoch. Würde mich sehr freuen. Ich habe ja gesehen, dass ihr das könnt. Und das spornt mir natürlich auch an, weitere Reviews zu machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut da rein. Ciao.